Zahlen begleiten unser Leben. Ganz gleich, welche Zahlen Ihnen am Herzen liegen, unsere Leidenschaft sind die Zahlen der Finanzwelt. Deshalb arbeiten unsere professionellen Fondsmanager täglich daran, mehr aus ihrem Geld zu machen. Schon ab 25 Euro monatlich können Sie mit einer Geldanlage in Investmentfonds entspannt in die Zukunft blicken. Jetzt in Ihrer Bank. Union Investment. Aus Geld Zukunft machen. Und da sind wir mit der nächsten Partie. Köln gegen Werder Bremen. Auch das natürlich Traditionsduell in der Bundesliga. Vorletzte Vorrundenpartie. Klasse gemacht. Der Abschluss und die frühe Führung für die Kölner. Torschütze Michael Özkan. Wunderbar vollendet. Freistoßentscheidung. Thomas Lauf vom SSV Reuße Strön. So, Viva Colonia schallt es hier durch die Halle. Kölner, ja. Titelverteidiger. Klares Foul hier an Moritz Till. Letztes Jahr mit einem klaren Erfolg gegen Dortmund im Finale, denen da so ein bisschen die Kräfte ausgingen. War die dritte Endspielteilnahme für den 1. FC Köln und dann im Vorjahr der erste Sieg. Sicherlich eines der Stimmungsbringer hier in der Halle und wunderbares Tor, Volley abgezogen. Marco Stüttgen für Köln. Wunderbar unter die Latte genagelt. Super eingefangen hier. 5 Saisontore hat er in der Mittelrheinliga erzielt. 4. Torschütze der Kölner. 51 Treffer haben die in 13 Spielen erzielt. Also nicht nur hier beim Freeway Cup haben die richtig Bock auf Tore, sondern auch hier in ihrer Liga. Tabellenvierter sind sie dort. 25 Punkte gesammelt. Nächste Möglichkeit für die Kölner. Frei zum Abschluss. Die spielen sich einen richtigen Rausch hier. Carlo Kettig. Mit dem nächsten Treffer. Wir haben jetzt 3 Minuten gespielt. Hochgerechnet geht das jetzt 12:0 aus. Team von Frank Bender noch nicht wirklich gut aus den Startlöchern gekommen. Schöne Drehung, schöner Hackentrick. Abschlussversuch. Wenn schon 3:0 hinten liegen, dann wenigstens hochattraktiv.
Bremer ja mit 2 Niederlagen gestartet. 1:3 gegen Mainz, 0:1 gegen die Mühlenkreisauswahl. Und dann gab es einen 3:2 Erfolg gegen die Gladbacher. Oh, und jetzt die Riesenmöglichkeit. Immer noch nicht. Die Kölner wehren sich mit Händen und Füßen. Jonas Obeck fliegt jetzt nochmal. Muss aber nicht angreifen. An der letzten Aktion. Wahnsinn. Bremen jetzt mit Powerplay. Also im letzten Spiel für die Bremer. Gestern setzte es dann 3:2 Sieg gegen die Gladbacher. Gestern also auch mit Anlaufschwierigkeiten. Dann waren sie da. So, 2 Minuten. Gibt es hier für Jascha Brandt vom SV Werder. Also 3:0 Führung und 2 Minuten lang die Überzahl. Außer die Kölner treffen jetzt. Dann darf Bremen auffüllen. Polat, er war der stärkste Bremer gestern, das darf man glaube ich so sagen, und trifft jetzt in Unterzahl. Michael Polat. Für die Werderaner. Wunderbar die Drehung und sofort abgezogen. Klasse gemacht. Also 1:3. So, wie spielt Köln jetzt die Überzahl aus? Eigentlich ist es nur Ball laufen lassen und immer den freien Mann anspielen. Bremen verdichtet das in der Raumdeckung. Da muss es jetzt aber auf diesem Raum freie Plätze geben. Die gibt es auch. Und dann springt der Ball da etwas zu weit weg. Cissé kam da zum Abschluss. Namori Cissé, Kölns Nummer 15. Top-Torjäger bei den Kölnern. Eine Menge Platz. Da ist Cissé. Und da trifft er. Wunderbar gemacht. 4:1. 10 Saisontore in der Liga und hier sehen wir es. Und genau das war der freie Mann. Klasse, die Überzahl ausgespielt. Eben ja auch schon, aber die Verarbeitung noch nicht ganz perfekt. 4:1, Bremen durfte auffüllen, ist jetzt wieder komplett 4 gegen 4 an Feldspielern. Richtig gutes Spiel hier, macht Spaß, diese Partie. Gab ja, da können wir offen drüber sprechen. Licht und Schatten, natürlich. Das hier ist auf jeden Fall ein helles Licht. Also Köln, der Titelverteidiger, hat hier wieder richtig was vor. Guter Hallenkicker dabei. Der Ball bleibt im Spiel. Und Lord Luis im Tor der Bremer, ganz aufmerksam. So. Simon Wildka verliert da den Ball. Köln attackiert. Sobald der Ball an Feldspieler geht, wird sofort Druck gemacht. Und das führt dann genau zu diesen Ballverlusten. Sehr, sehr hohe Aktivität gegen den Ball beim ersten FC Köln. Dann immer wieder diese Umschaltmomente, auch wenn der Ball hier ins Ausgeht. So, lange Kugel. Ah, hat der Keeper gesehen, dass da Jonas Urbik etwas weit vor seinem Tor stand. Da haben wir ganz links Frank Bender, 49 Jahre alt. Der Trainer der Bremer. Seit 01.01.2014 ist er im Amt bei der U16. Schon viel länger in Bremen, war lange Jahre Co-Trainer bei der U23. Dort mit Thomas Wolter, mit Frank Neubart zusammengearbeitet. Dürfte sein 5. Fürbik Cup jetzt hier sein. Also wird schon noch ein bisschen zum Inventar dieses Turniers. 25 Ausgaben hat er mitgemacht. Abschlussversuch.
Gut aufgepasst, Luis Lord. Vor der Bremer, 3 Minuten vor dem Ende, 3 Tore Rückstand für den SV Werder. Nächste klasse Parade von Jonas Urbik. Sehen wir jetzt nochmal, Abschluss, muss mal rausgehen. Nächste Möglichkeit deutet sich das schon wieder an, keine große Zeit für Wiederholung. So, klasse rübergespielt, das war wohl die Entscheidung. Pierre Natchombe mit dem Treffer. Für die Kölner am Langpfosten stand er da. Wenn ihr fleißig zuschaut auf dem Sofa, am Frühstückstisch, macht gerne Fotos, schickt eure Bilder, verseht das bei Instagram und Facebook mit dem Hashtag FWC19. Wir sind gespannt, wo ihr überall den Freeway Cup verfolgt, vielleicht ja auch im Ausland. Wie gesagt, schickt und postet gerne eure Bilder. Wir nehmen das gerne auf den Kanälen des Freeway Cups. Bei Facebook und bei Instagram. Also deutlicher Sieg für die Kölner. Den ungeschlagen aus der Vorrunde. 10 Punkte haben sie dann gesammelt. Letzte Spielminute. Nochmal die Möglichkeit für die Bremer. Klasse der Lupfer. Schönes Tor. Und da gibt es Applaus vom Kölner Trainer. Aber wer Fußball liebt, der findet das Tor geil. Schöner Treffer. Davis Asante. Mit dem Lupfer zum 2:5. Aus Sicht der Bremer. Immer guter Ball, klasse gespielt, aber da ist Luis zur Stelle. Mal klasse rübergespielt. Und das war's mit 5:2. Gewinnt der 1. FC Köln gegen Werder Bremen. Und wir zeigen ein paar Highlights. Und das lohnt sich in diesem Spiel auf jeden Fall. Viel Spaß.